Herzlich willkommen zu meinem 100 Abonnenten-Spezial. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich nun machen soll, und ich möchte mich erstmal an all meine Abonnenten bedanken. Ihr tut mich damit sehr unterstützen und möchte ein bisschen was, ein kleines Stück hier aus GTA Multiplayer Party-Modus spielen. Wir fahren aber nicht hier mit dem Auto. Also ich zocke ein bisschen und ihr schaut zu. Und wichtig ist mir, dass ich euch, dass ich mich bei euch ganz doll bedanke für die 100 Abonnenten. Vielleicht mache ich sogar noch, komme ich hier nicht hoch? So ein Dreck. Man ist doch hier nochmal... Ah, ich hole mir erstmal die Schutzweste. Ich glaube, da oben... Ja, da steht zwar auch ein Hubschrauber. Den könnten wir jetzt nehmen. Aber... Der ist mir ein bisschen zu... Das ist einfach ein ganz normaler Hubschrauber. Ohne Waffen, ohne nichts. Und wir wollen dann schon was Härteres haben. Ja, ich bedanke mich auch bei der kompletten TDC, die mich auch sehr unterstützt haben. Weil wir uns ja gegenseitig ja auch viel unterstützen. Und ich hoffe an meine Abonnenten, dass ihr an meinen weiteren Projekten auch so viel Spaß haben werdet, weiterhin. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und über noch mehr Abonnenten würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Das zeigt dann einen Let's Player, dass seine Arbeit auch geschätzt wird. Aber na gut. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen fliegen. Ich hoffe, ich kann das auch noch. Und ein bisschen über die Stadt düsen. Ich habe es ja schon lange nicht gespielt. Aber ich versuche mein Bestes. Ja, und bei Nacht sieht das hier natürlich noch viel schöner aus. Noch mal so ein bisschen... Schießen können wir ja auch. Deswegen habe ich den Hubschrauber genommen. Gucken wir mal, was auf dem Flugplatz los ist. Der müsste hier hinten irgendwo sein. Oder? Nee, der ist da ganz hinten. Fliegen wir mal an der guten alten... Ach, da ist ja erst die Großstadt. Seht ihr? Und beleuchtet sieht es natürlich noch viel besser aus. Und hier ist die Freiheitsstatue. Ich glaube, die heißt hier anders, aber man sieht ja, ne? Sieht ja aus wie die Freiheitsstatue. Genau. Müsste allerdings zum Meer hinausschauen, glaube ich. Ja, Baustelle. Ach, jetzt dachte ich schon, ich knall gegen den Kran. Es wäre jetzt nicht so gut gewesen, hier einen Fehl hinzulegen. Da unten fahren Autos. Uiuiui. Hier haben wir den Rummel. Der ist schade, da habe ich immer gedacht zum Anfang, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich, oh, wenn man jetzt hier mit der Achterbahn fahren kann und so. Riesenrad. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Ich weiß jetzt ja nicht, ob hier überhaupt schon andere Spieler drin sind. Na, und hier beim Flugplatz, da kann man sich natürlich auch noch ein
müssten eigentlich jetzt hier Hubschrauber stehen, aber stehen keine. Sehr merkwürdig. Ich dachte, da stehen vielleicht noch die kleinen Hubschrauber. Ja, das ist der Flugplatz. Hier geht meistens immer die richtige Action los, wenn viele Leute drin sind. Ja, es macht riesen Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. So. Ja, Action kann ich euch leider jetzt hier nicht mehr bieten, weil hier ist, glaube ich, wenn ich auf die Karte auch gucke, ich sehe hier kaum einen. Aber na gut, ich guck mal eben, ob wir auf irgend so ein ganz großes Haus landen können, wenn ich es hinkriege. Ich werde mal sehen, ob ich dann vielleicht noch ein anderes Spiel mit reinnehme hier, damit es nicht ganz so langweilig ist. Gibt es hier überhaupt einen Hubschrauberlandeplatz auf irgend so einem Haus? Keins. Ah, das da hinten sieht doch gut aus. Wir werden mal das nehmen und dann machen wir mal einen Kamikaze-Sprung. Ich hoffe mal, dass hier, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Party-Modus war, wo man einen Fallschirm dann automatisch. So, jetzt muss ich nur noch schaffen, hier drauf zu landen. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Nein. Na komm, ein kleines Stück noch. Los, runter. Runter. Jawohl. So. Steig mal aus. Ich weiß jetzt ja nicht. Ja. Haben wir sogar einen Raketenwerfer. Tschum. Damit kann man die Gegner, also die anderen Mitspieler. Das ist ja wie Feuerwerk hier. So, ich gucke mal, ob ich einen Fallschirm habe. Ich weiß es nicht, ansonsten wäre es jetzt unser Tod. Ihr seht, wie hoch das ist. So, dann wollen wir mal. Yeah! Ne, er hat leider keinen Fallschirm. Wir werden sterben. Ja, wir sind tot. Ja. Und mal sehen, ich werde vielleicht noch ein paar Minuten vom anderen Spiel reinmachen, ja? Ja, und willkommen zurück und ich zeige euch mal ein bisschen was aus Bulletstorm. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu laut. Boah, Alter. Ach, so war das. Das wollte ich eigentlich machen. Ja, das ist hier auf Zeit. Glaube ich, irgendwas. Ich muss es mal rausfinden. Ach, hier war das. Ich stelle mich echt komisch an. Ja, den matschen wir mal hier ran. Ey. Schwein, weg. Ja. Batz. Kaktus tot.
Ja, nice. Entschuldigung, dass ich kaum was sage. Aber ihr seht ja, was hier abgeht. What? Sau, du. Ja, das Spiel werde ich übrigens auch noch Let's Play. Da dachte ich mir, dass ich da so einen kurzen Ausschnitt mal zeige. Das ist jetzt hier aber nicht die Story. Also das ist jetzt hier nicht die Story, das ist einfach so mal in das Spiel reingegriffen. Jawohl. Ich wollte einfach mal nicht nur GTA reinbringen. Da ich dieses Spiel sowieso noch vorhabe zu Let's Playen, dachte ich mir, zeige ich euch mal ein bisschen was hier raus. Du. Da hast du. Genau. Der möchte es nochmal. Der Ton ist aber ganz schön laut. Also hatte ich vorhin schon leiser gemacht. Machen wir das jetzt mal. Genau. So. Yay. Weil ich hatte ja euch versprochen, hier GTA war jetzt Multiplayer nicht so viel Action. Und. Ey, lass meinen Kumpel in Ruhe. Ey, der will nicht. Dann eben so. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Finde ich ja voll. Gab es hier nicht irgendwo welche? Ich guck mal eben. Ach nee, das ist nur Upgrade. Ah, jetzt habe ich aber wieder Munition. Boah, damit kann ich ja auch die Dinger kaputt machen. Ist ja cool. Kopfschuss. Ja, und das soll bloß ein kleiner Vorgeschmack sein auf das Projekt, was dann irgendwann noch kommt. Ich hoffe, dass ihr das auch sehen wollt. Den holen wir mal runter da. So. Also mir macht es eigentlich sehr Spaß. Ich habe es einmal bis jetzt durchgespielt gehabt. Und ja. Hier haben wir, glaube ich, Muni. Ah ja, einfach rüberrennen. So. Da oben hätte man jetzt auch noch. Bang. Und will mich nochmals ganz doll an 100 Abonnenten bedanken, die mich wahnsinnig das Gefühl geben, dass ich alles richtig mache. Und ja, ich glaube, wir gehen mal hier jetzt noch. Er geht jetzt hier wieder runter. Ach so, da war die Tür zu. Ja, wir gehen mal noch. Ich glaube, das ist hier sowieso gleich vorbei. Yay. Yeah.
Jetzt wollen sie mir aber an die Wäsche. Dann gibt's Kopfschüsse. So geht das ja nicht hier. Da ist noch einer. Der ist meiner. Ist immer noch nicht tot. Wei, wei, wei. So, treten. Auf hier den Scheißladen. Genau. Und das war so mal ein kleines Stück aus Bulletstorm. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich. Und hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß an meinen Projekten. Tschüss.